Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Das ist meine vorletzte Verpackung. Die kennt ihr schon, und zwar sind das diese rechteckigen Metalldöschen, die wir in unserem Sortiment im Herbst-Winter-Katalog, im Mini-Katalog haben. Wenn ich das hier jetzt wieder zusammengeschnürt habe. So. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Genau das Gegenteil. Das ist Apfelgrün. Zuerst war Apfelgrün schwarz und jetzt mache ich es genau andersrum. Da habe ich auch schon meine Flattertierchen, diesmal in Apfelgrün und in Schwarz embossed. Oder hier das Trick or Treat in Weiß embossed. Das machen wir jetzt alles jetzt zur Seite tun. Ich muss nämlich noch eine Sache ausstanzen. Und zwar dieses transparente Folie. Und zwar brauche ich dafür die raffiniert bestickten Rahmen. Achso, die habe ich ja schon vorbereitet. Aber meine Big Shot brauche ich. Eine Stanz- und Prägemaschine. Das alles mal ein bisschen zur Seite. Schaffen. Gehen, wie es am besten alles ein bisschen erkennen kann bei mir. Wie immer brauchen wir unser Faltsystem 1, 2 und 3. Und dann unser Transparentpapier, ein Streifen. Auflegen, ist mir auch die Spitze erwischen und dann wird es einmal durchgekurbelt. Achtung, es wird jetzt wieder wackeln. So. Das habe ich hier einmal ausgestanzt und das möchte ich wie im ersten Original, tue ich das jetzt nicht stanzen, sondern prägen. Dafür muss die Zweier, die Dreier fort. Und dann muss ich mal schauen, wo ich da den Stamping Up Spinnennetz möchte ich damit 3D Prägefolder prägen. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alles habe. Ich glaube, ich habe doch nicht alles, aber das machen wir später. Und zwar brauche ich das einmal so und dann diese Prägung. Darauf habe ich das schön geprägt. Wunderbar. Das kann erstmal zur Seite. Alles. Dann können wir unser Döschen schon vorbereiten. Wenn ihr was habt, kann man das natürlich da rein tun. Dann nehme ich als erstes diesmal meinen schwarzen bestickten Rahmen. Da tue ich beidseitiges Abreißklebeband drauf. Jetzt suche ich mal die schönere Seite. So. Umwickeln tun wir das Ganze mit dem Band, ich glaube Spinnennetz heißt das auch, Metallic Netzband, fast richtig. Einfach einmal drum rumwickeln und festdrücken.
dann brauche ich meine Schere. Schneide ich das einfach hier vorsichtig ab. So. Dann kann ich das schon aufkleben, und zwar mit 3D-Pads. Wo habe ich die wieder versteckt? Da. Liegen. Derzeit, wo ich es nicht brauche. Dann hier schön vorsichtig, dass es gleichmäßig aufgebracht ist. So, oder? Dann brauche ich noch hier eine Ausstanzung, und zwar mit den Fledermäusen von Happy Halloween. Das sind diese Doppelfledermäuse. Und da möchte ich gern. Ups. Die kleinere Fledermaus aus der geprägten Form noch ausstanzen. Also brauchen wir schnell noch unsere Big Shot nochmal. Dann muss ich das jetzt vorsichtig abkriegen. Wunderbar. Das tue ich einfach jetzt mit Glue Dots befestigen, und über den Glue Dots kommen dann gleich noch ein paar so Perlchen drauf. Dann sieht man diese Klebepunkte nicht. Und wo die große Fledermaus hinkommt, da kann ich dann auch noch so einen Klebepunkt hinsetzen. So, da. So, da. Die Flattermaus kann ich dann auch schon aufkleben. Lege ich mal schnell, nehme ich ein kleines Dimensional. Hier einmal im oberen Bereich und unteren Bereich. Trick or Treat tun wir ebenfalls mit Dimensionals aufkleben. Das kommt hier in dem unteren Bereich hin. Und dann brauchen wir noch die ganzen Fledermäuse, die möchte ich nicht nämlich übereinander aufkleben, damit ich einen kleinen 3D-Effekt bekomme. Auf der einen Fledermaus, genau auf der, das ist die oberste Fledermaus. Und die, jetzt kleben wir erstmal die ganzen grünen Fledermäuse auf. Thank you.
wird das Ganze nur noch hier eingeklebt. Dann habe ich ja noch gesagt, da gibt es hier schimmernde bunte Perlchen und die tue ich jetzt auf hier aufkleben. Ja. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Nate. Tschüss. Noch nicht abschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar. Einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite kannst du mich abonnieren. Und auf der Seite gibt es zwei alte Videos. Bis zum nächsten Mal, eure Nate. Tschüss.